Hallo Leute und herzlich willkommen zu Path of Exile. Heute mal ein Tutorial oder Guide für Anfänger und Neueinsteiger. Wenn ihr das Spiel über Steam installiert habt, dann solltet ihr nach kurzer Ladezeit oder manchmal auch längerer Ladezeit auf diesem Bildschirm landen. Könnt ihr euch euer Gateway aussuchen. Solltet ihr das nehmen mit der geringsten Ping-Zahl. Normal sollte das ja auch dastehen. Egal, wir nehmen trotzdem Frankfurt, sollte funktionieren. Danach klickt ihr einfach auf Login. Dann landet ihr hier. Müsst ihr auf Create klicken. Dann könnt ihr euch eure Liga aussuchen, in der ihr starten wollt. Ich würde für Anfänger auf jeden Fall erstmal die Standard League empfehlen. Obwohl er hier sagt, Warbands ist die Standard League oder die übliche League. Hat aber den Nachteil, hier sind schon so, ich sag mal, Warbands, also Kriegsgruppen verteilt, also die spawnen unterschiedlich auf Maps und machen euch das Leben am Anfang eigentlich nur unnötig schwer. Deswegen nehmen wir erstmal die Standard-Map, nicht Hardcore, einfach nur normal Standard. Klicken auf OK, dann können wir uns unseren Charakter aussuchen. Wir nehmen der Einfachheit halber mal den Marauder. Klassischen Hau drauf Kunden mit viel Leben. Nennen den mal... Ja. With a weapon in my hand and the Chilinder. In my blood. Marauder. Oria so. Me, made me a slave. Dann geht das Ganze los. So, dann landet ihr hier am Strand. Vor euch eure erste Waffe. Am besten gleich mal aufheben. Na? Jetzt haben wir sie. Dann können wir den Kollegen hier anklicken mit dem Ausrufezeichen auf dem Kopf. So, der erzählt uns jetzt hier was. Bla bla bla. Wenn wir Continue drücken, wird er gleich von diesem Zombie zerfleischt. Auf den hauen wir auch gleich ein mit gedrückter linker Maustaste, bis er tot ist. Dann lässt er unseren ersten Skill fallen, den heben wir gleich auf. Wenn wir das gemacht haben, drücken wir aber als erstes mal die O-Taste. Und dann auf den Reiter UI und schalten hier auf jeden Fall diese Corner Map, die ist normalerweise ausgeschalten, glaube ich. Die solltet ihr auf jeden Fall einschalten, damit ihr in etwa wisst, habt ihr oben rechts dann eine Map, dann wisst ihr in etwa, wo ihr seid. Und noch relativ wichtig zum Einschalten wäre der Mini-Lifebar on Enemies, also dass die Gegner halt einen kleinen Lifebar über ihrem Kopf haben, dass ihr seht, wie viel Energie die noch haben, bis sie tot sind. Wie viele Life Points. Gut, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das wieder zumachen. Ihr könnt auch hier noch weiterschauen. Da gibt es noch mehr interessante Sachen, die man an- und ausschalten kann. Wenn ihr das habt, dann drückt ihr mal die I-Taste. Dann kommt ihr ins Inventar. Dann seht ihr diesen Skill. Skill Gems gibt es in drei Farben in Path of Exile. Das wäre einmal rot für Stärke, grün für Dexterity, also für Angriffs- und Geschicklichkeitswerte. Und einmal blau für, Zauberwerte, sage ich jetzt mal, für Intelligenz. So, den roten können wir natürlich hier in den roten Slot reintun. Ganz normal links klicken, hochziehen, reinklicken. Wenn ihr den wieder raus haben wollt, ist kein Problem. Einfach mit rechts klickt, dann geht er auch wieder rauszunehmen. Also einmal reingesetzt ist jetzt nicht, dass das Ding dann fort ist oder so. Gut, haben wir das gemacht. Hätten wir jetzt schon unseren ersten Skill, dann zeigt es uns hier unten schon an in der Action Bar. Da solltet ihr aber auch noch eine Veränderung vornehmen. Und zwar, dass ihr nicht mit Linksklick gleich angreift, sondern dass ganz normal Linksklick rumlaufen ist. Dann könnt ihr hier einfach gedrückt halten und dann läuft er einfach geschmeidig rum. Und haut nicht gleich in irgendwelche Gegnergruppen rein, was ihr gar nicht wollt vielleicht. Unseren Skill-Angriff, den setzen wir mal auf das Mausrad. Und die Default Attack setzen wir mal da auf die rechte Maustaste. Ja, und dann gehen wir mal los. Klopfen wir uns mal durch hier durch das erste Level. Da haben wir schon die ersten Monster. Die machen wir einfach jetzt mal platt. Mit unserem neuen Angriff. Das wäre der. Ist halt auch nur gegen einzelne Monster gut. Macht noch keinen AOE-Schaden. Funktioniert aber soweit. Ihr habt da unten jetzt auch Mana-Flaschen und Health-Flaschen. Jetzt ist Mana natürlich alle. Dann müssten wir jetzt mal die Mana-Taste drücken, dann füllt er das wieder auf. Dann können wir
mal weiter mit unserem Special-Schlag hier zuhauen. Der natürlich viel effektiver ist. Ab und zu auch mal eine Lebensflasche verwenden. Die funktionieren in Path of Exile ziemlich speziell, muss ich sagen. Erkläre ich sofort jetzt. Und zwar hat jede Flasche einen bestimmten Anzahl an Aufladungen. Und jedes Mal, wenn ihr die drückt, verbraucht es eine bestimmte Anzahl an Aufladungen. Also die hat jetzt 21 Aufladungen. Und wenn ich einmal drücke, verbraucht es 7. Heißt, ich kann dreimal trinken, bevor sie leer ist. Und wenn ich ein Monster kille, so ein Zombie hier zum Beispiel, dann kommt wieder eins dazu. Also müsste ich 21 Monster killen, um die Flasche wieder ganz aufzufüllen. Genauso läuft das halt bei der Mana-Flasche. Da gibt es dann halt verschiedene Flaschen mit verschiedenen Ladungstypen. Die einen machen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Die einen lassen sich schneller aufladen, die anderen ein bisschen langsamer. Müsst ihr schauen, was er findet. Keiner lässt hier mal einen Gegenstand fallen, das ist natürlich ein bisschen doof. Normalerweise ist die Droprate gar nicht so übel in dem Spiel. Wir hauen ihn mal weiter platt hier. Aufpassen, dass wir nicht hops gehen dabei. Und gehen immer weiter nach Richtung Norden erstmal. Oh, hier gibt es mal eine Schatztruhe. Ah, da ist auch nichts drin. Klasse. Da gibt es noch eine Schatztruhe. Den hauen wir noch um. Den Bogen, der nutzt uns ja natürlich auch nichts. Brauchen wir gar nicht erst mitnehmen. Machen wieder Mana voll, dass hier schneller geht. So, da haben wir unser erstes Level ab. Jetzt mal nicht erschrecken, Leute. Wir müssen jetzt unseren ersten Skillpunkt verteilen. Das ist ja auch ein bisschen speziell in Path of Exile. Und zwar haben alle Charaktere den gleichen Skillbaum. Das sorgt für maximale Charakterfreiheit und maximale Wiederspielenswert, weil man immer wieder neu bauen kann und anders bauen kann. Der Marauder startet hier. Von diesen, ich schätze mal tausenden Skills, die es hier gibt, könnt ihr am Ende, wenn der Charakter voll gelevelt ist und alles mitgenommen hat, könnt ihr 120 Skillpunkte verteilen. Wir gehen hier der Einfachheit halber erstmal ganz normal auf viel Leben und Melee Damage, also Zweikampf Damage, ganz normalen Nahkampfschaden, bis zur Resolute Technik werden wir uns mal durcharbeiten und dann schauen wir mal weiter. Man klickt einfach den Punkt an, der möglich ist, und dann auf OK und dann haben wir jetzt einfach mehr Stärke. Mehr Damage. Und da kommt auch schon der Bossmob für diese Zone. Den müssen wir jetzt einfach umhauen. Aufpassen, dass er uns nicht umhaut. Unser Mana ist leer, dann müssen wir mal ein Stück laufen und wieder auffüllen. Die Flasche benutzen. Ihr seht schon, er ist relativ langsam. Wenn man um den rumläuft, kann er gar nichts. Dann fängt man einfach wieder an, auf den drauf zu hauen, wenn man soweit ist. Bei den Flaschen ist es auch so, die tun nicht überheilen und dann noch länger heilen. Also wenn ihr einmal voll geheilt seid, ist der Flascheneffekt dann auch vorbei. Also genauso auch beim Mana. Also am besten nur mal erst nehmen, wenn es wirklich ein bisschen weit unten ist, damit ihr dann auch möglichst viel aus der Flasche wieder rausholt. So, jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Wir nehmen mal ein bisschen was mit, damit wir überhaupt was bekommen haben. Schuhe können wir natürlich mitnehmen. Ja, das nutzt uns alles nichts hier. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Und dann seid ihr schon in euren ersten, Dörfchen. In der ersten Ortschaft, wo ihr handeln könnt. Mit NPCs, wo ihr erste Spieler trefft, die hier rumstehen zum Beispiel, könnt ihr mit der Maus halt draufhalten, dann seht ihr oben den Namen von dem und das Level. Das wären jetzt quasi andere Spieler. Und es gibt hier in diesem Dorf erstmal drei NPCs, mit denen wir reden können. Das wäre Nessa zum einen. Die hat auch gleich was für uns. Und zwar sollen wir mit dem Bestel reden, der steht hier gleich daneben.
Das machen wir auch gleich. Er sagt, travel to Tidal Island. Also wir sollen eine bestimmte Map bereisen. Jetzt habe ich es zweimal angeklickt. So, dann reden wir alles durch mit denen und gehen noch zur Tokelei. Da kriegen wir noch ein Quest-Reward für dieses ja, Hillig-Problem, was wir gelöst haben, für den Boss-Mob von eben, den wir ja gekillt haben. Da haben wir zwei zur Auswahl, einmal den Molten Strike und einmal den Ground Slam. Ja. Mana kostet 6, 10. Ich würde mich erstmal für den, ja, Ground Slam vielleicht entscheiden. Der hat einen guten AOE-Damage, da können wir viele Monster gleichzeitig killen. Auch wenn er ein bisschen höhere Mana-Kosten hat erstmal. Auch den anderen Skill können wir später noch entweder finden oder durch andere Quests bekommen. Das ist gar kein Problem. Wenn wir dann noch umsteigen wollen. So, jetzt müssen wir den Skill natürlich erstmal hier in unsere Waffe reinsetzen. Wir nehmen mal jetzt noch einfach als Zweitwaffe, damit wir überhaupt noch was in der anderen Hand haben und unseren Damage ein bisschen erhöhen, das Beil da rein. Und machen mal unseren Ground Slam als nächsten Skill. Der hat 10 DPS. Der hat 19 DPS, aber der Heavy Strike ist eben nur gegen einzelne Ziele und mit dem können wir gleich mehrere treffen. Gut. Dann können wir unseren Schnickschnack, den wir hier noch mitgenommen haben, an die gute Frau hier verkaufen. Wenn wir Steuerung gedrückt halten und das Item anklicken, dann tun wir das quasi schnell verschieben. Der wäre fast besser. Ja, wir nehmen trotzdem die Axt. Dann kriegen wir 4 so eine Metallscherben. Oder, ja, was sind's? Ja, Scrollfragmente halt. Aus denen werden dann, wenn wir genug gesammelt haben, also 5 Stück, werden dann zu einem so einer Scroll of Wisdom, mit der wir Magic Items und Rare Items identifizieren können. Schauen wir mal, ob wir jetzt eins finden. Ich hoffe, ich habe bis jetzt nichts vergessen zu erklären. So, nachdem wir jetzt mit allen geredet haben, hier habt ihr übrigens dann noch euren Stash. Den habt ihr mit allen Charakteren gleich, also ihr seht es schon, schon alles recht voll, weil ich halt schon mit anderen Charakteren gespielt habe. Jetzt könnte ich mich aber gleich normalerweise mit dem schon hier wieder raus bedienen und hätte es dann ganz einfach. Machen wir aber natürlich nicht. Ihr habt das ja auch nicht am Anfang. Und so müssen wir jetzt einfach erstmal hier in die nächste Map gehen und schauen, dass wir da was Vernünftiges finden, was wir anziehen können und so weiter. I am surrounded by living corpses and dying Oriathans. Wichtig wäre vielleicht noch am Anfang, da wir jetzt ja auch unseren AOE-Skill haben, der wie folgt ausschaut. So, wenn ich den jetzt meinen Mauszeiger zu weit weg halte von mir, den jetzt zünde, dann läuft er erstmal dahin und macht den dann. Wenn ich aber das Ganze mache, jetzt mal eine Mana-Flasche nehmen, indem ich Shift halte und den dann zünde, kann ich auch die Maus dann ganz weit hinter und dann bleibt trotzdem stehen. Also mit gedrückter Shift-Taste und dann den Skill auslösen, macht er das immer aus dem Stand sozusagen. Und wenn ihr einen Skill mit relativ kurzen Range zu weit weg zündet, dann läuft er eben erstmal dahin und eventuell auch blöd in einem Monster-Pack rein. Um das zu vermeiden, könnt ihr einfach Shift drücken. So, jetzt seht ihr hier schon, kriegen wir die natürlich deutlich schneller down mit unserem neuen Skill. Nehmt man eine mit hier. Komm schon. So, und dann gucken wir erstmal weiter. Man muss ja auch nicht gleich jedes Monsterchen töten. Ein bisschen fortgeschrittenere Kampftechnik wäre dann auch, die Monster versuchen zu gruppieren, so wie hier. Um dann eben den AOE-Damage besser ausnutzen zu können. Wäre blöd, wenn das Mana dann alle ist in dem Moment. Müsste immer ein bisschen drauf achten. So, und jetzt haben wir unsere Skill-Games schon gelevelt. Die bekommen genauso XP dazu wie wir. Und werden dadurch dann immer stärker. Also die sind jetzt noch beide Level 1, wenn ich die jetzt hier hoch tue, jetzt sind sie beide Level 2. Ja, und wegen dem Mana ausnutzen ist es eben wichtig, dass man halbwegs die Monster gut gruppiert. Also sich ein bisschen Mühe gibt,
gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel Mana hat und keine vernünftigen Flaschen. So, und hier kommen wir dann schon zu unserem ersten Wegpunkt. Die solltet ihr immer markieren, wenn ihr vorbeikommt, immer mal kurz antippen. Dann seht ihr, könnten wir jetzt hier kostenlos in die Stadt zurück. Da wir aber noch nichts gefunden haben, unser Inventar noch so gut wie leer ist, brauchen wir das nicht. Unsere Aufgabe ist ja auch noch, dieses Tidal Island zu finden. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es hier ist. Dann gehen wir auch gleich hin. Ja, und kämpfen uns hier mal durch. Bis zum Bossmob sozusagen. Ihr seht jetzt auch schon so ein blau umrandete Monster. Das sind sozusagen, also nicht nur die Items und so weiter können hier rar und magic sein, sondern auch die Monster, die Mobs, die man töten muss, sind dann natürlich widerstandsfähiger, ist ja klar. Wir müssen da natürlich ein bisschen länger draufhauen, um die zu töten. So. Two-Handed Mace, das sieht doch gut aus. Weil mir ist gerade eingefallen. Ja. Der funktioniert natürlich gar nicht so richtig. Deswegen ist da nichts mehr geworden am DPS. Da steht nämlich Only Works with Deaths und Maces. Macht natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt hier mit einer Axt rumhauen. Deswegen nehmen wir die Skill Gems da mal raus. Und. Hey. Tun mal den Zweihand-Kolben da rein. Den Zweihand-Streitkolben. Da haben wir auch mal was zum Anziehen. Wenigstens was. Und gehen dann mal weiter mit dem Ding. Jetzt sehen wir bestimmt hier, ja, 12,5, 22,4. Haben wir schon mehr Schaden jetzt auf jeden Fall. Ja, das geht besser. Haben wir auch schon wieder ein Level dazu bekommen. Tot das Vieh. So. Scroll of Wisdom mitnehmen. Da haben wir nochmal den gleichen, den haben wir jetzt schon. Die Handschuhe können wir erstmal nehmen. Das ist zwar jetzt nur weißes Zeug, den Helm nehmen wir. Scroll of Wisdom nehmen wir mit. Und wir können unseren Skillpunkt verteilen. Hier sind wir. Mehr Melee Damage, mehr Nahkampfschaden. Wie gesagt, wir gehen jetzt einfach hier rum, blablabla. Über das Born to Fight, über Butchery, über Barbarism und dann hier hoch zu Resolute Technik wäre der erste Weg. Oh, wir werden hier geschlagen und tun hier blöd im Skillbaum rumgucken. Macht es am besten am Anfang immer in der Stadt. Ja, ein bisschen bessere Handschuhe. Entschuldigung. Dazu brauchen wir dann dieses Scroll of Wisdom. Damit können wir diesen. Ja, Magic, dieses Magic-Item identifizieren und sehen, dass wir da 5 Leben pro Kill dazu bekommen. Das ist natürlich sehr praktisch, dann tauschen wir die gleich aus. Das ist der gleiche, den wir haben. Das können wir dann im Dorf wieder eintauschen gegen Scrolls und so weiter. So, gehen wir mal weiter. Unser Leben mal wieder voll machen. So, da kommen die nächsten Ganoven. Ah, das sind irgendwie nur 2. Können ja relativ schnell laufen. Versuchen wir die mal mit denen hier irgendwie zusammen zu schlachten. Ja, jetzt seht ihr, wenn die sterben, dann kriege ich halt deutlich Leben dazu. Praktische Sache. Wir müssen nur unser Mana im Auge behalten. Und dann können wir hier schön losklopfen. Ne? Eine Spinne kriegen wir auch so platt eventuell. Genau wie den Kollegen. Den beiden können wir nochmal sowas anwenden. So, dann heben wir hier wieder alle Rollen auf.
Ihr könnt auch am Anfang erstmal vielleicht alles mitnehmen, wenn ihr noch Platz im Inventar habt, um es einfach einzutauschen, um ein bisschen, ja, Currency zu bekommen. Ein bisschen, ein paar Orbs und ein paar, ja, Scrolls of Rhythm und sowas. Hat man ja am Anfang nur sehr begrenzt. So, und dann das nächste Monster Pack. Laufen wir mal durch und da kommt der Bossmob von dieser Gegend hier. Und der macht einen ganz üblen Damage-Typ, der euch auch ja, stunnen kann ordentlich und auch ordentlich mehrfach Damage macht. Erstmal müssen wir versuchen, dass wir die ganzen kleinen Mobs wegbekommen. Mit denen können wir nochmal unsere Flaschen auffüllen. Solltet erstmal versuchen, immer im Kreis, um den vielleicht so ein bisschen zu laufen. Und trifft euch denn seine Attacke nicht so gut. Ah, war jetzt nicht so gut. Aber wir haben noch Flaschenfüllungen. So, und dann zwingen wir ihn irgendwann mal in den Infight. Wenn wir jetzt die anderen noch wegkriegen würden, das wäre super. So, das hätten wir. So, und dann gehen wir jetzt mit unserem Heavy Strike von hinten auf den drauf. Und prügeln den einfach tot. Im Infight kann er nicht viel, da sind wir auf jeden Fall stärker. Nur sein Fernattackenangriff da mit dem Eis, der ist relativ haarig. Wenn euch der ein paar Mal trifft, dann wird es knapp mit Flaschen und so weiter. So, die Magic Items nehmen wir auf jeden Fall mit. Die können wir eventuell gut verkaufen. Dann gibt es noch eine Flasche. Gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier gibt es nochmal das gleiche Teil, was wir haben. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, jetzt könnte man hier hinten noch rumlaufen, die Map noch weitergehen. Oder, ja, wir könnten das noch schnell machen. Wir sind kurz vor dem Level-Up, das nehmen wir noch mit. Dann sind wir, glaube ich, schon Level 4. Sollte hier schnell geschafft sein jetzt. So, hier unten noch ein bisschen. Machen wir nochmal Mana voll. Killen wir die ganze Gruppe noch. So, dann hätten wir das schon geschafft. Also alle Gegenstände, die so ein bisschen so beige farben, wie das hier, der Armor Scrap, auf jeden Fall aufsammeln. Das könnt ihr gut gebrauchen später noch. Goldene Gegenstände natürlich, sind rare Gegenstände. So, und dann, wenn wir jetzt hätten, könnten wir jetzt eine Portalrolle machen, nehmen. Haben wir aber nicht. Wir tun erstmal den Skillpunkt noch schnell verteilen. Knallen wir hier hin. Tja, da müssen wir jetzt doch laufen, wie es aussieht. Nutzt ja nichts. Wieder zurück zum Wegpunkt. Aber da ist er ja auch schon. Machen wir die noch schnell platt. Vielleicht lassen die noch was Tolles fallen. Nö. Vielleicht das Teil? Nö. Gut. Dann schauen wir mal, was wir für diese Quest jetzt Tolles bekommen. Haben wir jetzt diesen Wegpunkt hier. Kann man vielleicht noch zeigen, wenn ihr jetzt mit gedrückter Steuerungstaste, also sind ja alles einzelne Instanzen hier, wenn ihr das jetzt mit gedrückter Steuerungstaste nochmal anklicken würdet, käme dieser Bildschirm und dann könnt ihr euch diese Instanz auch wieder neu erstellen und wieder alle Mobs neu töten und Items farmen. Und so weiter. Und das könnt ihr immer wieder machen, immer wieder leer machen, immer wieder Steuerung, zack, neu drauf. Und dann ist die Map wieder neu. Wir wollen aber jetzt wieder zurück in die Stadt. Oder ins Dorf, wie man es will. Und schauen mal, was wir für unsere Quest jetzt bekommen. Mit wem müssen wir reden? Mit Nessa. So, die sagt uns jetzt, wir bekommen, können uns Flaschen aussuchen. Entweder eine Medium Life Flask, eine Medium Mana Flask oder eine Quicksilver Flask. Die nehmen wir natürlich. Die bringt einen ordentlichen Schub auf, ja, Bewegungsgeschwindigkeit, da können wir schneller rennen, eventuell mal vor gefährlichen Monstern wegrennen, allgemein schneller laufen, um die Maps schneller zu schaffen. Ja, auf jeden Fall von Vorteil. Targelei hat auch jetzt wieder was für uns, den nächsten Job. Und zwar sollten wir jetzt in den Fetid Pool reisen. Wir gucken aber nochmal, was wir jetzt noch mitgebracht haben an Gegenständen. Wir setzen die Quicksilver Flask hier oben ein auf jeden Fall.
Ich würde die mal dahin machen, wo das ist. Oh, wir haben dreimal Lebensflaschen jetzt. Hier könnten wir Gegenstände identifizieren. Die Schuhe nehmen wir auf jeden Fall mal. Schauen wir mal. Ja, 8 Maximum Life, Feuerresistenz. Und Ausweichen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Die sind besser als die, die wir haben. Die können wir jetzt verkaufen. Das können wir verkaufen. Entschuldigung. Tja, das verkaufen wir einfach so mit. Da tun wir jetzt keine Scrolls of Wisdom opfern dafür, um das. Weil wir haben ja einen besseren Helm. Wir gehen ja einfach erstmal auf Rüstung, würde ich sagen, und nicht auf Ausweichen eigentlich. Das nehmen wir jetzt nur, weil wir nichts Besseres haben. Hier wäre eventuell eine bessere Rüstung. Ja. Das macht Sinn. Die nehmen wir. Und das Ding, ja, tun wir mal, weil wir es gerade haben an den Rollen. Können wir zwar jetzt nicht gebrauchen, aber so können wir es besser verkaufen. An Nessa. Mhm. Machen wir auch gleich. Sell Items und dann geht das los. Alles zu ihr rein. Man sieht ja schon, bekommt ihr wieder so eine Rolle raus und so weiter. Es gibt ja keine richtige Währung in dem Spiel. Auch untereinander unter Spielern und so weiter wird ja alles nur in, ja, in diesen Orbs und so weiter gehandelt. Ja, ist eigentlich ganz praktisch, weil die braucht man halt eh zum Craften und um weiter voranzukommen. Gut Leute, dann soll es das bis hierhin erstmal gewesen sein. Ich hoffe, der Einstieg fällt euch jetzt erstmal ein bisschen leichter. Ihr könnt natürlich unten in den Kommentaren noch Fragen stellen. Ich werde die versuchen, so schnell und so gut wie möglich zu beantworten, so gut ich das kann. Und vielleicht mache ich auch noch einen zweiten Teil hinten dran. Und ja, hoffe ich, sehen wir uns da vielleicht. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.